mit einem neuen Video von mir und dieses Video ist wieder ein ganz besonderes Video. Nina ist schon wieder so nervig wie nie. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, worum es geht. Ihr habt vielleicht schon mitbekommen, dass ich eine neue Merch-Kollektion gelauncht habe sozusagen. Also ich habe meinen ganzen Shop überarbeitet, also das Elbster-Team und ich. Sowas kann ich nämlich nicht alleine. Bei mir sind meine alten Sachen irgendwie alle auf den Sack gegangen und deswegen wollte ich was Neues. Und ich bin einfach so glücklich mit den ganzen Sachen. Das Elbster-Team hat mir ein riesengroßes Paket zugesendet mit fast allen Sachen, die es nun neu gibt. Und ich stelle euch heute einfach mal ein paar Sachen vor und ihr könnt euch dann eure Meinung darüber bilden. In der Infobox ist ein Link und da kommt ihr direkt zu meinem Elbster-Shop und könnt da vorbeischauen. Ich bin wirklich mega, mega stolz auf alle Sachen. Und es fühlt sich diesmal so mega persönlich an irgendwie. Also letztes Mal auch, weil das ja auch mein erster Merch war. Aber jetzt sind das so Sachen so, die sind aus meinem Herzen, okay? Das ist ein Stück aus meinem Herzen, das ihr bekommt. Alles klar? Zu jeder Bestellung gibt es übrigens auch eine Autogrammkarte. Eine unterschriebene Autogrammkarte von mir. Habe ich ganz vergessen zu sagen. Das Wichtigste, Nina. Ja, also bestell schnell. Ich glaube, ich habe 50 Karten unterschrieben. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Ich sag... Wo ist denn jetzt das blaue T-Shirt? Ach, Mann, Nina! Get it! Ich zeige euch als erstes mal den Klassiker. Und zwar gibt es ja ein neues Simplicity Infinity Symbol. Das ist dieses hier. Das seht ihr auch auf meinem Hoodie. Falls ihr euch fragt, weil viele haben gesagt, dass sie das alte Motiv vermissen, das alte Infinity Symbol. Lasst mich euch erklären, warum ich das getan habe. Also, dieses Infinity-Symbol ist nicht einfach nur ein Infinity-Symbol, sondern es ist extra so eckig wie der Plumbob von den Sims. Ich weiß nicht, ich glaube, viele haben das noch nicht gecheckt. Deswegen dachte ich mir, sage ich das jetzt mal hier so, damit das ein paar Menschen mitbekommen. Und es ist halt einfach so ein bisschen edgier irgendwie und es steht eben nicht mehr Simfinity drin. Was ja auch cool war, aber bei diesem Motiv sieht man dann halt immer gleich, dass es Merch ist. Und viele von euch haben sich mal Merch gewünscht, wo man nicht direkt sieht, dass es Merch ist. Und euer Wunsch sei mir Befehl, deshalb gibt es jetzt dieses neue Infinity-Symbol. Und das Beste an dem Ganzen, es hat am Nacken noch Teamfinity stehen. Und das finde ich einfach, ist so ein kleines, schönes Etwas. Generell die ganzen Sachen, also die Kleidung, haben alle so ein kleines Detail, was mich einfach, was mein Herz höher schlagen lässt. Und es gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Farben und unter anderem halt in dieser super coolen Farbe. Und ich knote mir das super gern. Ich glaube, in der Vorschau habe ich das euch auch so gezeigt und I love it. Ein weiteres T-Shirt, das ist für die, die es ein bisschen lockerer mögen, ich liebe es, ist dieses hier. Das sieht genauso aus wie das andere. Es hat im Nacken auch das Teamfinity stehen. Es ist aber eben ein bisschen lockerer und hat die Ärmel so hochgefalten. Man kann es auch, wenn man will, als Schlafshirt benutzen. Ich trage es aber lieber in der Öffentlichkeit. Auch mit einem Knoten, deswegen ist das auch so ungebügelt. Also denkt nicht, dass ich nicht bügel. Also ich bügel tatsächlich nicht, aber die Falten sind da, weil ich es geknotet habe. Und es kommt auch aus der Wäsche und stinkt, also tschüss. Nee, aber es ist wirklich sehr, sehr schön. Und das gibt es auch in mehreren Farben. Generell haben wir versucht, hier noch so ein bisschen so sommerliche Farben mit reinzubringen, weil es eben die Sommerkollektion ist. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so findet mit den verschiedenen Farben. Denn dann können wir ja auch mal eventuell eine Herbstkollektion machen mit etwas herbstlicheren Farben. Schreibt mir das alles gerne in die Kommentare. Und dann zeige ich euch direkt das nächste Top. Das finde ich auch einfach so mega geil. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein Crop Top. Und es hat eben so einen hochgeschlossenen Kragen. Und dann steht in der Mitte Lumos Maxima. Wer mich noch nicht kennt, ich habe ein Harry Potter Tattoo auf dem Arm. Dort steht Lumos Maxima. Wenn ihr da mehr Infos zu haben wollt, dann guckt mal auf Ninas Live vorbei, also auf meinem anderen Kanal. Da habe ich ein Video darüber gemacht, warum ich dieses Tattoo habe. Ich gebe ein Stück von mir an euch weiter, wie ich eben schon sagte. Und das ist genau die gleiche Schrift, die ich auch für mein Tattoo benutzt habe. Also nicht ich, sondern die Tätowiererin. Und ich finde es einfach so cool und es sitzt ganz, ganz toll. Es ist eben auch so ein Teil, wo niemand weiß, dass es Merch ist. Und ich finde auch nicht, dass man unbedingt Harry Potter Fan sein muss, um es tragen zu können. Dann gibt es noch ein Lumos Maxima Hoodie. Der hat das Lumos Maxima am Ärmel stehen. Genau an dem gleichen Arm quasi, wo ich das auch habe. Also ich habe mein Tattoo ja hier und der Hoodie hat das dann eben auch dort. Und am anderen Ärmel gibt es dann noch das Teamfinity. Ich finde diese Farbe einfach so wunderschön. Also blau ist ja sowieso meine Lieblingsfarbe und der ist einfach so kuschelig weich und auch von innen ist der total weich. Die sind ein bisschen groß. Also ich trage normalerweise eine M. Das ist eine M. Ich bin 1,71 groß und ihr seht ja, dass sie
ein bisschen lang und ein bisschen weit sind. Also wenn ihr sie lieber enger haben wollt, dann bestellt eine Nummer kleiner. Ich glaube, ich werde nächstes Mal auch eine Nummer kleiner nehmen. Das ist jetzt auch so ein Ladies Fit. Also es ist nicht mehr dieses übergroße Männer-Hoodies. Da gibt es aber auch noch einen mega geilen Hoodie. Den habe ich jetzt gerade nicht hier, aber der hat über den Ärmel so Teamfinity stehen und den finde ich auch so, so geil. Der ist richtig, richtig cool. Passend dazu gibt es dann eben die Leggings. Ich zeige sie euch auch eher angezogen, aber ich trage sie auch gerade. Also ich habe hier noch so eine Leggings. Da steht dann eben quasi über das ganze Bein, Teamfinity, und die scheint sehr gut bei euch zu laufen. Ich setze mich nochmal auf meine Beine, sonst bin ich so klein. Also ich habe schon gesehen, dass viele von euch die bestellt haben und das finde ich so cool, weil ich dachte erst so, ob die das so cool finden werden mit so einer Leggings. Aber anscheinend findet ihr das sehr cool und das freut mich total. Und wenn ihr super cool sein wollt, dann holt ihr euch den Hoodie und die Leggings. Nein, das wäre vielleicht ein bisschen viel. Und zum guten Schluss von den Klamotten gibt es dann eben diesen wundervollen Pulli. Und ich liebe ihn so sehr. Denn das ist der, ja, New Simfinity Hoodie mit Teamfinity am Ärmel. Und diese Farbe ist doch einfach neue Traum, oder? Es ist eben so ein Rosé. Den gibt es aber auch in dieser Farbe und den gibt es auch in anderen Farben. Also müsst ihr vorbeischauen, wenn ihr wissen wollt, was es dort alles gibt. Aber es, ach, das ist einfach so, so herrlich und ich liebe es. Und alle meine Freunde haben mir direkt geschrieben, Nina, ich will auch so einen Pulli haben. Jetzt zeige ich euch noch die kleinen Gadgets, die es jetzt neu gibt. Und zwar gibt es eine neue Tasse und ich finde diese Tasse so Hammer. Ich hätte nie gedacht, dass sie so cool werden wird, aber es ist der Wahnsinn. Auf jeden Fall ist die ganz schlicht. Die ist weiß und hier in der Mitte steht dann eben Lumos Maxima und hat einen schwarzen Henkel und innen drin ist sie eben auch schwarz. Und ich weiß nicht, was ich so geil an dieser Tasse finde, aber ich finde sie wirklich so, so Hammer. Und eine weitere coole Sache, die es zwar schon vorher gab, aber ein bisschen neu ist, ist die neue Handyhülle. Das ist eben auch das neue Infinity-Symbol. Und hier ist es aber so, dass dann eben hier unten noch Simfinity steht. Die Handyhüllen sind ja immer sehr beliebt bei euch. Das letzte, was ich euch heute zeigen werde, ist einer meiner Lieblinge. Und zwar gibt es ein Basecap. Ich habe mich so gefreut, als wir quasi die Kollektion entworfen haben. Habe ich dann nebenbei irgendwann mal so gefragt, ja, kann ich denn auch diese Basecaps haben, die andere Partner im Shop haben? Und dann sagte man mir, ja, kannst du. Und ich so, ja! Und ich freue mich einfach so doll, weil ich hatte ja eine coole Cappy, die wurde mir aber leider geklaut letztes Jahr oder ich habe sie verloren, ich weiß es nicht ganz genau. Und das Coole ist, das ist so reingestickt, also es ist nicht irgendwie gedruckt oder so, sondern es ist bestickt und das finde ich einfach so wundervoll. Und man kann es hier verstellen und mein Kopf ist ein bisschen zu groß für die Cappy, finde ich, deswegen sieht es so cooler aus als andersrum. Aber, okay, das sah jetzt gerade richtig deppert aus. Aber ihr seht es ja in der Vorschau, so sieht es rum aus. Ich glaube, jetzt habe ich euch erstmal alles gezeigt, was ich gerade so da habe. Aber ihr könnt, wie gesagt, super gerne in dem Shop selber vorbeischauen und könnt euch die Sachen nochmal genau anschauen. Dann seht ihr die genauen Farben und sowas. Ich habe überall in allen Sachen ja, nur so zur Orientierung, falls ihr euch unsicher seid, was ihr für eine Größe nehmen sollt. Und wie gesagt, zu jeder Bestellung gibt es eine unterschriebene Autogrammkarte. Schickt mir unbedingt Bilder, wenn ihr Merch bekommen habt. Und habt ein bisschen Geduld. Elfster ist ein kleiner Verein. Ich sehe immer wieder Leute, die schreiben, ah, ich habe vor 2 Tagen bestellt und das ist immer noch nicht da. Und ich denke mir so, das ist nicht Amazon. Es ist ein kleiner Verein. Also habt ein bisschen Geduld. Eure Sachen kommen auf jeden Fall an. Und wenn ihr irgendwelche Probleme habt, schreibt dem Elfster Kundenservice. Die helfen euch immer gerne. Das sind super liebe Menschen. Und ja, jetzt verabschiede ich mich. Ich hoffe sehr, dass euch dieses kleine Video gefallen hat und dass ihr jetzt so einen kleinen Einblick in meine neue Kollektion habt. Und ich hoffe sehr, dass euch die Sachen auch gefallen, nicht nur mir. Schreibt mir gerne noch irgendwelche Inspirationen für weitere Kollektionen in die Kommentare. Wie gesagt, wir planen dann auch Herbst- und Winterkollektionen und sowas. Da haben wir auch neue Möglichkeiten. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und ich habe euch ganz sehr lieb. Und bis dann. Tschüss. Ach so, und nochmal ein riesengroßes Danke an Elfster. Ich habe euch alle so gerne. Oh, so? Hallo, Fokus. Haha. Tschüss.